Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Oliver Pfuhl, der arbeitet in einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Und die haben sich gerade das galaktische Zentrum vorgeknüpft, das schwarze Loch Sagittarius A-Stern, das sich dort befindet, und wollen dort mit Beobachtungen die allgemeine Relativitätstheorie mal auf den Prüfstand stellen. Ist ja immer wichtig in der Grundlagenforschung, dass man nie damit aufhört, auch die altetablierten Theorien immer mal abzuklopfen und zu schauen, passt das alles, gibt es da vielleicht noch Physik jenseits dieser Modelle. Und davon, von diesem TÜV-Verlauf der allgemeinen Relativitätstheorie gewissermaßen, da wird er uns heute erzählen. Der Titel ist vielversprechend, ein Stern wird rot und gibt Einstein recht. Viel Vergnügen. Also ich arbeite am Max-Planck-Institut und die Gruppe, in der ich arbeite, wir beobachten seit etwa 25 Jahren das galaktische Zentrum. Im galaktischen Zentrum befindet sich ein schwarzes Loch und wir beobachten die Sterne, die sich um dieses schwarze Loch bewegen. Die Milchstraße hat ihren Namen, weil es im Prinzip ein helles Band ist. Leider sieht man das, wenn man hier in Mitteleuropa wohnt, nicht mehr so wirklich nachts. Aber zum Beispiel, wenn Sie an einem Ort sind wie hier auf diesem Foto, das ist aufgenommen in Chile, und dann haben Sie einen fantastischen Nachthimmel und dann sehen Sie die Milchstraße so, wie sie ist. Und in dem Fall ist tatsächlich auch noch sehr günstig, weil diese Teleskope in dem Augenblick tatsächlich sogar das galaktische Zentrum beobachten. Sie benutzen hier gerade einen Laser, der sozusagen im Prinzip anzeigt, wo das galaktische Zentrum ist, nämlich hier. Sie werden sich wundern, hier ist ja relativ dunkel, das Zentrum könnte man meinen, ist vielleicht hell. Es ist auch tatsächlich so, dass es hier heller wird, aber im galaktischen Zentrum selber, sozusagen, wir befinden uns ja in einer Galaxie und was wir sehen ist tatsächlich, wir gucken durch eine Scheibe von dieser Galaxie. Und in dieser Scheibe der Galaxie befindet sich ganz viel Staub und diesen Staub sieht man anhand dieser dunklen Flecken. Also im optischen Bereich, also wo wir eben mit den Augen sehen, können wir nicht wirklich gut durchschauen. Und tatsächlich, das galaktische Zentrum ist jetzt für unser Auge nicht sichtbar. Deswegen beobachten wir im Nahinfraroten, da kann man sozusagen durch diesen Staub durchgucken. Genau, das ist nur von der technischen Seite her. Das galaktische Zentrum selber ist etwa 26.000 Lichtjahre von uns weg. Das heißt, das Licht von diesem Stern und von diesem Ereignis, was wir beobachtet haben, ist schon 26.000 Jahre her. Also es ist eigentlich schon alter, kalter Kaffee, was ich Ihnen hier erzähle. Aber wir haben es eben erst jetzt beobachtet. Genau, und sozusagen jetzt zoomen wir mit unserer Technologie mal rein in das galaktische Zentrum. Das sehen Sie jetzt nicht mehr mit Ihrem Auge. Dazu müssen Sie sich ein großes Teleskop bauen, in der Größe eines 8-Meter-Teleskops. Nur so als Vergleich, ein 8-Meter-Teleskop hat ungefähr eine Fläche von 60 Quadratmeter, also eine gute Münchner Wohnung, von Lichtsammelfläche und Auflösung. Was Sie hier sehen, ist im Prinzip das innere eine Lichtjahr in unserer Galaxie. Und was Sie sehen ist, Sie sehen ganz, ganz viele Sterne. Jeder einzelne dieser Sterne ist viel, viel heller als die Sonne. Also die Sonne würden Sie hier nicht sehen, die ist viel zu dunkel. Das galaktische Zentrum ist extrem dicht gepackt. Nur zum Vergleich, unser nächster Stern, Proxima Centauri, ist 4 Lichtjahre weg. Das heißt, Sie müssten hier 4-mal weggehen und dann würden Sie einen Stern finden. In diesem Bild sind etwa 1 Million Sterne. Das heißt, wenn Sie da wohnen würden, hätten Sie einen Nachthimmel, der ist so hell wie der Tag. Also ist aber ein schlechter Ort zum Wohnen, weil da relativ oft Supernovae explodieren, also da gibt es vermutlich kein Leben. Aber was es da gibt, ist, es gibt dort ein schwarzes Loch. Und warum wissen wir das, dass es dort ein schwarzes Loch gibt? Im Prinzip seit den 60er Jahren weiß man, dass da eine Radioquelle sitzt. Und diese Radioquelle hat ein Spektrum, also eine charakteristische Frequenz, sozusagen Abstrahlung, die sehr ungewöhnlich ist. Da haben sich die ersten Leute schon überlegt, könnte das irgendein ganz spezielles Objekt sein? Aber im Prinzip weiß man das erst, dass da ein schwarzes Loch ist, seitdem man einen Stern, und der Stern heißt S2, der Name ist nicht sehr außergewöhnlich, im Prinzip hat man einfach irgendwann mal angefangen, die Sterne durchzunummerieren und das war halt Nummer 2. Aber es ist im Prinzip dieser Stern hier, also, und der befindet sich im inneren Lichtmonat um dieses schwarze Loch, um das Zentrum unserer Milchstraße. Also es ist wirklich das Zentrum unserer Milchstraße. Diesen Stern haben wir seit etwa 20 Jahren beobachtet. Und es stellt sich nun heraus, dass dieser Stern einen Orbit von 16 Jahren macht. Das heißt, in 16 Jahren bewegt er sich einmal um dieses schwarze Loch herum.
Wenn Sie jetzt diesen Orbit sehr genau vermessen, können Sie die Masse dieses Schwerpunkts, Sie wiegen damit das schwarze Loch. Und was sich nun herausstellt, ist, dass dieses schwarze Loch 4 Millionen Sonnenmassen hat. Das heißt, 4 Millionen Sonnenmassen verbergen sich in einer winzigen Region am Himmel. Und deswegen sind wir uns ziemlich sicher, dass es ein schwarzes Loch ist. Weil wir sehen so gut wie keine oder viel zu wenig Lichtemissionen. Wenn es jetzt, sagen wir mal, 4 Millionen Sonnen wären, die in so eine winzige Region gepackt werden, wäre das viel, viel, viel zu hell. Also dieser Stern bewegt sich um etwas sehr, sehr Dunkles, was extrem schwer ist. Und dieser Stern bewegt sich sehr schnell. Das heißt, was da sich, also sozusagen das Objekt, um das es sich bewegt, muss sehr schwer sein. Eine Technologie, die wir verwenden, wie wir sozusagen Geschwindigkeiten messen, und das ist eine der wichtigen Größen, die wir hier besprechen. Also im Prinzip, ein Astronom misst sehr oft Geschwindigkeiten im Himmel. Und wie machen wir das? Das nennt sich mithilfe eines Doppler-Effekts. Ein Doppler-Effekt ist im Prinzip derselbe Effekt, den Sie haben, wenn zum Beispiel Sie an einen Krankenwagen oder ein Polizeiauto denken, was mit Blaulicht fährt und eben mit der Sirene anfährt. Wenn es auf Sie zufährt, dann ist der Ton höher, als wenn es sozusagen dann an Ihnen vorbeifährt und sich wieder von Ihnen entfernt, dann ist der Ton tiefer. Im Prinzip ist es nichts anderes, also im Prinzip ein Körper, in dem Fall ein angenäherter Krankenwagen, der sozusagen Wellen ausstößt, in dem Fall kann es aber auch ein Stern sein, das ist ganz genau dasselbe Prinzip. Wenn der sich nun bewegt, was passiert ist im Prinzip, dass sozusagen diese Wellen, je nachdem in welcher Richtung, und wenn er sich in diese Richtung bewegt, werden hier diese Wellen verdichtet. Und das heißt, die Wellenlänge wird auf der Seite kürzer, die Frequenz höher. Auf der anderen Seite wird die Frequenz niedriger, die Wellenlänge größer. Und diesen Effekt verwenden wir, um sozusagen Geschwindigkeiten von Sternen zu messen. Jetzt in Sternen, im Prinzip sozusagen, wenn ein Stern auf Sie zufliegt, dann wird der ein bisschen blau, dann verschiebt er sich etwas ins Blaue. Jetzt, der Effekt ist aber so klein, dass man das nicht wirklich gut messen kann. Also Sie können nicht wirklich sehen, dass der blauer wird. Was wir aber verwenden, ist sozusagen, wir gucken das Spektrum von dem Stern an. Also der Spektrum ist nichts anderes, als wenn Sie zum Beispiel an die Sonne denken. Wenn Sie nun das Sonnenlicht durch ein Prisma schicken, dann sehen Sie hier sozusagen die Regenbogenfarben. Und was Sie aber sehen werden, ist sozusagen in diesen Regenbogenfarben, wenn ich das jetzt mal auftrage hier, ist sozusagen die Wellenlänge. Also sozusagen hier ist rot und hier ist blau. Dann werden Sie sehen sozusagen, dass der Stern hell ist und dann hat er manchmal so Absorptionslinien. Da ist einfach dunkler. Und das hängt mit Elementen in der Sternatmosphäre zusammen, die sozusagen hier Licht wegschlucken. Und diese sozusagen Absorptionslinien, die Position dieser Absorptionslinien, können Sie sehr, sehr genau messen. Und mit Hilfe sozusagen der Verschiebung dieser Absorptionslinien können wir die Geschwindigkeit von diesem Stern messen. Gut, das machen wir sozusagen im galaktischen Zentrum. Das einmal zur Technologie. Nun, was wir eigentlich messen wollen, ist, wir wollen sozusagen das galaktische Zentrum, dieses schwarze Loch, ist für uns ein ganz wunderbares Laboratorium. Sozusagen als Astronomen haben wir kein Labor, in das wir, also keinen Keller, in den wir reingehen und da irgendwelche Experimente machen, sondern was wir benutzen, ist im Prinzip, wir benutzen das, was uns die Natur gibt. Das ist in dem Fall ein Stern, sozusagen, der sehr, sehr nah, zufälligerweise, weil einfach die Natur uns dieses Glück mitgegeben hat, dieser Stern ist sehr nah an diesem schwarzen Loch, bewegt sich extrem schnell. Und deswegen können wir sozusagen diesen Stern als im Prinzip als Testteilchen benutzen, der die Effekte dieses schwarzen Lochs testet. Was ist jetzt sozusagen das Neue, was Einstein 1916, hat Einstein die allgemeine Relativitätstheorie formuliert? Und was war das Revolutionäre davon? Etwas ganz Revolutionäres davon ist im Prinzip, dass vor Einstein, seit Newton, haben die Leute gedacht sozusagen, oder man wusste, es gibt Gravitationskraft, also Körper ziehen sich an. Aber Newton hatte etwas im Bild, sozusagen ein Feld, was zwischen diesen Körpern wirkt und was diese zwei Körper anzieht. Also zum Beispiel die Erde zieht den Mond an, der Mond zieht die Erde an, die Erde zieht uns an. Also es wirkt irgendeine Kraft dazwischen, irgendein Feld, was sozusagen diese Kraft formuliert. Und dasselbe sozusagen, deswegen stehen auch wir auf der Erde, die Gravitationskraft zieht uns nach unten, die elektromagnetischen Kräfte, sozusagen da, wo wir draufstehen, das wirkt dagegen, deswegen fallen wir nicht in den Erdmittelpunkt. Was ist jetzt das Neue, was Einstein formuliert hat? Einstein hat formuliert, dass die Gravitation kein Feld ist, sondern dass die Gravitation einfach nur ein Effekt der gekrümmten Raumzeit ist. Also de facto fallen sozusagen diese Körper einfach nur entlang ihrer Bahnen in einer gekrümmten Raumzeit.
Das hat ganz fundamentale Konsequenzen, und zwar, dass sozusagen nachdem es sozusagen nur ein geometrischer Effekt ist, muss sozusagen das für alle Körper gleich sein. Ganz egal, wie die geschaffen sind, also ganz egal, aus was sie bestehen. Und das ist sozusagen auch, was man im Prinzip experimentell immer wieder getestet hat. Es gibt zum Beispiel im Prinzip die Frage, ist jetzt nun ein Kilogramm Blei oder ein Kilogramm Federn schwerer, ist gar nicht so blöd, weil theoretisch, wenn es ein Feld wäre, könnten Sie denken, es kann Unterschiede geben. Wenn Sie zum Beispiel dran denken, an Felder denken, zum Beispiel Magnetfelder, wenn Sie nun ein Stück Metall durch ein Magnetfeld bewegen oder ein Stück Plastik, die verhalten sich unterschiedlich. Aber für die Gravitation gilt das nicht. Die Gravitation gilt für alle Objekte, egal wie sie beschaffen sind, immer gleich. Was nun Einstein formuliert hat, ist im Prinzip, dass Gravitation nichts anderes ist. Also wenn sozusagen ein Körper eine Kraft erfährt durch Gravitation, dann ist es äquivalent zu einem beschleunigten Bezugssystem. Und das heißt nichts anderes als, wenn man das mal zeichnen mag, sozusagen, wenn Sie jetzt mal dran denken, das ist jetzt hier irgendein Wissenschaftler, den sperren Sie in eine Box, der kann nicht nach draußen gucken und der kann jetzt entweder auf der Erde stehen und der Wissenschaftler darf irgendwelche Experimente machen. Lässt irgendwelche Gewichte fallen oder was auch immer. Und er steht auf der Erde, dann wirkt ein G auf ihn. Einfach sozusagen die Beschleunigung durch die Erde. Oder derselbe Wissenschaftler, den sperren Sie in eine Box. Und weil sie ihn nicht mögen, schießen sie mit einer Rakete ins Weltall und die Rakete beschleunigt mit einem G, dann kann der Wissenschaftler ihnen nicht sagen, sitzt er auf der Erde oder auf einer Rakete. Weil sozusagen es eine Äquivalenz zwischen einer Gravitation gibt, zwischen der Anziehungskraft eines Körpers und einem beschleunigten Bezugssystem. Sozusagen der Wissenschaftler, der eingesperrt ist in dieser Box, der kann nicht rausgucken, kann ihnen nicht sagen, was nun gilt. Das hat nun eine ganz fundamentale sozusagen Konsequenz, und zwar das, was wir eben eine gravitative Rotverschiebung nennen. Und zwar dasselbe gilt nun auch für einen Lichtstrahl. Wenn jetzt diese Äquivalenz zwischen beschleunigtem Bezugssystem gilt und zwischen einer Anziehungskraft, heißt es nichts anderes als sozusagen ein Lichtstrahl, der nun hier nach oben geschickt wird innerhalb dieses Systems. Weil es sozusagen äquivalent ist, ob er beschleunigt ist oder ein Schwerefeld hat. Deswegen verschiebt sie ihn nun rot. Also Licht, was sozusagen nah an schweren Körpern ist, wird rot verschoben. Nun, da wir von schweren Körpern reden, kommen wir direkt wieder zu diesem schwarzen Loch. Schwarze Löcher sind auch direkt eine Konsequenz der allgemeinen Relativitätstheorie. Die gibt es nur sozusagen, weil dieser Effekt gilt. Ein schwarzes Loch ist sozusagen so schwer, dass das Licht immer röter verschoben wird, bis es irgendwann nicht mehr entkommen kann. Da spricht man dann von einem Ereignishorizont. Im Fall von der Sonne wäre zum Beispiel dieser Ereignishorizont 3 Kilometer. Wenn Sie die Masse der Sonne auf irgendeine Art und Weise komprimieren würden, dann müssten Sie die sozusagen auf 3 Kilometer komprimieren, dann wäre die Sonne ein schwarzes Loch. In unserem Fall ist sozusagen das schwarze Loch deutlich schwerer, 4 Millionen Sonnenmassen. Und was wir jetzt eben in unserem Experiment gemacht haben, wir wollten diese gravitative Rotverschiebung messen. Also wir messen einmal den Orbit dieses Sterns, damit messen wir wie schwer das schwarze Loch ist. Und sozusagen diese zusätzliche Rotverschiebung, also dass sozusagen der Stern ein bisschen röter wird, dadurch, weil er einfach so tief in das Potenzial dieses schwarzen Lochs taucht, das wollten wir messen. Und das haben wir gemacht. Dazu haben wir verschiedene Instrumente verwendet. Einmal sozusagen ein Instrument, was diese Spektroskopie misst. Also wir messen Geschwindigkeiten, und zwar Geschwindigkeiten in der radialen Richtung, also auf uns zu oder auf uns wegfliegend. Und ein Instrument, was wir neu entwickelt haben, was uns sehr, sehr, sehr genau erlaubt, Winkel am Himmel zu messen, nämlich Positionen am Himmel. Wir nennen das Astrometrie. Das ist die Technik der Messung von Positionen am Himmel. Jetzt sehen Sie dieses Observatorium bei Tag. Vorher haben Sie es bei Nacht gesehen. Dieses Observatorium steht auf dem Berg Paranal im Norden von Chile, in der Atacama-Wüste. Sie sehen, hier ist ziemlich, ziemlich wüstig hier. Das ist eine der trockensten Wüsten der Welt, hat aber dadurch eben einen exzellenten Nachthimmel.
Und die Europäische Südsternwarte, also eine Organisation, die von europäischen Staaten finanziert wird und ihr Hauptquartier in Garching hat, hat nun 4 große Teleskope gebaut. Jedes dieser Teleskope hat so einen 8-Meter-Spiegel, also 60 Quadratmeter Lichtsammelfläche. In dem Fall, weil wir jetzt sehr, sehr, sehr genau Positionen messen wollen, reicht uns das aber nicht. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann diese 4 Teleskope kombinieren. Also sozusagen sie kombinieren, sie sammeln das Licht in 4 Teleskopen, das Licht von diesem Stern, und dann schicken sie es über ganz viele Spiegel im Prinzip in ein Labor, was sozusagen hier im Zentrum dieses Berges steht. Da überlagern sie dieses Licht, und was sie dadurch bekommen, ist, sie bekommen im Prinzip ein Teleskop, ein virtuelles Teleskop, was die Auflösung hat eines Teleskops mit dem Abstand der äußeren Teleskope. Die Teleskope sind 100 Meter auseinander. Das heißt, sie haben dann damit die Auflösung eines Teleskops, was 100 Meter Durchmesser hätte. Dieses 100-Meter-Teleskop könnten Sie sozusagen technisch nicht bauen, oder es wäre viel, viel, viel zu teuer. Aber sozusagen, Sie können diesen Trick machen, indem Sie sozusagen viele kleinere, in Anführungszeichen, Teleskope bauen und damit eben diese Auflösung erreichen. Genau. Mit dieser Auflösung und mit der Astrometrie, also Positionsgenauigkeit am Himmel, können wir nun Winkel messen. Und diese Winkel sind so genau, dass wir, wenn Sie sich vorstellen, jemand würde eine Taschenlampe auf dem Mond halten und würde diese 10 cm hin und her wackeln, dann würden wir das feststellen können mit diesem Gerät. Das brauchen wir aber auch, weil sozusagen dieses schwarze Loch sehr, sehr, sehr weit weg ist und alles, was sozusagen in der Nähe von diesem schwarzen Loch ist, eben diese Positionsveränderungen sehr klein sind. Also sozusagen, was wir gemessen haben de facto von diesem Stern ist, wir messen nun diesen Orbit von diesem Stern, und der ist sehr elliptisch. Also ich zeichne das mal. Wir haben sozusagen diesen Stern verfolgt, wie er sozusagen mitten über die Jahre sich bewegt. Hier ist nun dieses schwarze Loch. Das ist jetzt die Position am Himmel. Und 2018, Mai 2018, war für uns ein ganz besonderes Datum, nämlich da ist dieser Stern besonders nah an dieses schwarze Loch gekommen. Wie gesagt, der Orbit braucht ungefähr 16 Jahre. Das heißt, alle 16 Jahre kommt er sehr, sehr, sehr nah an dieses schwarze Loch. Diese gravitative Rotverschiebung ist besonders groß, wenn er nah am schwarzen Loch ist. Das heißt, für uns war sozusagen jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um diesen Effekt zu messen. Einerseits hatten wir nun das Instrument, das hatten wir vorher noch nicht. Und andererseits war eben jetzt dieser Stern sehr, sehr, sehr nah an diesem schwarzen Loch. Okay, also wir messen sozusagen die Position am Himmel sehr genau. Nun ist es so, dass dieser Orbit schaut aus wie eine Ellipse, aber diese Ellipse kann natürlich auch gekippt sein. Das können Sie gerne mal ausprobieren. Wenn Sie daheim sind, schneiden Sie die Ellipse aus und dann gucken Sie diese Ellipse an und kippen diese Ellipse, und es wird immer noch ausschauen wie eine Ellipse. Egal sozusagen, wie Sie auf diese Ellipse gucken. Jetzt ist es bei dem Stern so, dass diese Ellipse zu uns gekippt ist. Also was passiert ist sozusagen, dass der Stern, während er hier runterfliegt, bewegt er sich etwas von uns weg, einfach weil die 3D im Raum liegt. Und sobald er hier um dieses schwarze Loch rum ist, bewegt er sich auf uns zu. Also was wir sozusagen an Rot- oder Blauverschiebung messen, dieser Doppler-Effekt, über den ich gesprochen habe, wenn Sie das jetzt sozusagen als Zeit aufmalen, hier ist sozusagen einfach in Jahren, ja, und hier ist jetzt mal 2018, dann schaut es ungefähr so aus. Sozusagen der Stern wird immer schneller, bewegt sich von uns immer schneller weg, bis er um das schwarze Loch rum ist, und dann bewegt er sich auf einmal wieder auf uns zu, einfach durch die Orientierung dieses Orbits. Die Größenordnung, wie er sich bewegt, in Radialgeschwindigkeit, ist hier 4000 Kilometer pro Sekunde. Und hier minus 2000 Kilometer pro Sekunde. In Absolutgeschwindigkeit bewegt sich dieser Stern, wenn er hier um dieses schwarze Loch fliegt, mit 8000 Kilometer pro Sekunde. Das sind 25 Millionen Kilometer pro Stunde. Das ist also vermutlich der schnellste Stern in der Milchstraße zumindest, von dem wir wissen. Also der ist relativ flott unterwegs. Was wir jetzt messen wollen, ist tatsächlich sozusagen eine kleine Korrektur zu dieser Radialgeschwindigkeit. Wenn ich das jetzt aufzeichnen würde, dann würden Sie es nicht sehen. Also hier ein kleines Delta sozusagen. Also was wir machen ist sozusagen, wir müssen diesen Orbit sehr genau hier einmal in Winkel messen und dann einmal sehr genau die Radialgeschwindigkeit messen. Und das Signal, was wir dann messen, ist im Prinzip, wir ziehen im Prinzip den idealen Newton-Orbit ab, also was Newton gesagt hat, im Prinzip diese Kurve. Und dann sozusagen sollte was übrig bleiben, was dann nur noch diese gravitative Rotverschiebung ist. Und das schaut dann etwa so aus.
nichts. Und dann kurz um 2018 rum, 2018 Mai, der 19. Mai, da ist diese Rotverschiebung am stärksten. Und das ist das, was wir gemessen haben. Und das haben wir eben mit hoher Signifikanz nachweisen können, dass wir diese Rotverschiebung messen in der Nähe von diesem schwarzen Loch. Und damit haben wir sozusagen die Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie, die sozusagen ja im Prinzip alles beschreibt, egal ob es sich jetzt um die Erde bewegt, also einen vergleichsweise leichten Körper, oder um eben so ein gewaltiges schwarzes Loch. Und ganz egal sozusagen, was für ein Körper sich bewegt, bewegt sich nun ein Satellit um die Erde oder eben ein extrem schwerer Stern um ein noch viel, viel größeres schwarzes Loch. Es ist immer dasselbe. Wir haben es hier messen können und sozusagen so haben wir im Prinzip für diesen sehr extremen Fall die allgemeine Relativitätstheorie erfolgreich getestet und sozusagen bestätigen können.